Ja, jetzt sind wir hier in Las Vegas. Und da wir hier in Vegas ziemlich viel zu tun hatten, so Update schreiben, unsere Geschichte mit den Bildern organisieren und verschiedene andere Geschäftlichkeiten, da haben wir eine Frau gefragt, die wir getroffen hatten, die hier in Vegas wohnt, die uns ihre Hilfe angeboten hatte, ob sie uns ein Auto geben kann für die Zeit, weil in amerikanischen Städten zu Fuß was zu erledigen oder mit dem Bus ist unmöglich, weil alles so extrem weit auseinander ist. Und da haben wir diesen alten Panzer hier bekommen. Absolut spitzenklasses Auto. Ja, ich bin der Norbert und wohne hier seit 5 Jahren in Las Vegas. Ich habe die beiden kennengelernt in der Wüste, war also ein schönes Erlebnis. Ich habe sie also einen Tag vorher in Richtung Peram kennengelernt und habe mich dann auch mit ihnen in Verbindung gesetzt über E-Mail. Und heute Abend stehen wir also hier in Las Vegas in der Nähe von der Freedom Street und habe den beiden mal hier die Stadt gezeigt. Und in diesem Sinne wünsche ich auf alle Fälle noch viel Erfolg, eine gute Weiterreise, toi toi toi. Und ich finde es also ganz toll, dass die zwei das hier so machen. Uns gehört viel, viel Mut dazu, hier von Alaska bis an die Südspitze von Südamerika zu laufen. Und in dem Sinne, wie gesagt, alles Gute und viel, viel Erfolg auf den Rest der Reise. Wir sind hier in einem kleinen Ort, genannt Spring Mountain. Und hier ist eine Bar und es kommt uns gerade recht, weil wir hatten heute kein Frühstück und sind so aufgebrochen. Und sind wir hier hängen geblieben, haben kurz was getrunken, Kaffee und Frühstück zu hören und dann geht's weiter Richtung Henderson, also südlich von Las Vegas. Das ist der Checkpoint am Hoverdamm.
Hier hat man uns verurteilt zu warten, bis uns die Polizei checkt, weil das ein Terroristenobjekt ist, der Hoverdamm, der ist geschützt. Und hier werden alle Leute kontrolliert. Hello, Alan. Hey, Tomas, we have water for you at the mile 42 marker. It's 35.31.909 northwest by 114 degrees, 21.259. So there's water and M&M's and a note for you from Chloe in a plastic bag, so don't lose the note, okay? All right. Okay. Thank you. Thank you all. Ja, den guten Mann, den haben wir in Boulder City getroffen, ein paar Tage vorneweg. Und ja, wir haben unser Problem erklärt, dass wir jetzt nach dem Hoverdamm wieder einige Tage durch die Wüste laufen müssen. Und dort ist gar nichts. Da leben keine Leute, da gibt es nichts, einfach nichts. Und wir wissen nicht, wie mit dem Wasser. Heute kommt er an und er hat für uns mitten in der Wüste ein Wassertypo angelegt. Und da hat er eine kleine Fahne hingestellt, eine olympische Flagge und so. Und da wissen wir dann, wo das ist. Und auf dem Weg hat er für uns extra ein paar Notizen hinterlassen, so dass wir wissen, wann und wo zu Wasser kommt. Wir sind hier in Arizona in Kingman. Eigentlich sind wir gestern schon gestartet. Wir sind gestern 26 Meilen, 40, also 41 Kilometer gelaufen aus Kingman raus. Der Interstate 40, 40 lang. Soweit waren wir mit dem Tag ganz zufrieden, wir sind gut gelaufen und als wir uns wieder zurückgefahren und haben Abendbrot gegessen, Thomas hatte Spaghetti, ging alles los mit ein bisschen, war einfach Bauchschmerzen. Und heute früh um 6 waren die Schmerzen so stark gewesen in seinem Bauch, dass wir Larry angerufen haben, der hat uns hier ins Krankenhaus gefahren in Kingman, wo Thomas in der Notfallaufnahme, eingeliefert wurde und nach eindeutigen Untersuchung eindeutig festgestellt wurde, dass er eine Blinddarmentzündung hat. Ja, die haben ihn geröntgt und die haben Blutproben genommen. Und jetzt ist er da hinten, okay, und die schneiden den gerade den Blinddarm raus. Ja, aufgrund meiner Operation, die ich hatte, ein paar Tage ist es jetzt her, und wir trotzdem versuchen wollen zu laufen, bringen wir jetzt unser ganzes Zeug einen Ort weiter südlicher hier. Und wir haben schon die Hälfte der Distanz eigentlich zurückgelegt zu Fuß, der Tag, bevor ich mein Blinddarmproblem bekam. Und wir haben jetzt praktisch noch 26 Meilen bis zu dem Ort, den wir versuchen wollen, in ungefähr 2 Tagen zurückzulegen, also kleinere Schritte. Also bringen wir unser Zeug dort runter und von dort aus werden wir dann die Laufdistanzen organisieren. Lässt sich diesmal nicht anders erledigen, aber ich werde wahrscheinlich keine 40 Kilometer jetzt mit noch den relativ frischen Operationsnorm schaffen. Wir sind heute zum ersten Mal wieder unterwegs. Bis jetzt haben wir 16 Kilometer gemacht. Und naja, ich muss sagen, ich habe ganz schöne Schmerzen, aber ich denke, das ist noch dem Eintritt auch ganz normal.